war die Begegnung zwischen Johan Kempf und Emre Arslan. Emre Arslan vom Ringside Gym aus Berlin. 3x1,5 Minuten K1, 3x1,5 Minuten Kampfzeit. Wir sind gespannt. Wir beginnen den internationalen Boxregularien zuerst mit dem Walk-in des Kämpfers in der roten Ecke. Hier ist für Sie, meine Damen und Herren, Applaus für Johan Kempf. Vis-à-vis gesetzt in der blauen Ecke, meine Damen und Herren, von Ringside Gym aus Berlin. Hier ist für Sie Emre Arslan. Kampf Nummer 2, K1, 3x1,5 Minuten Kampfzeit. Wir sind gespannt auf unsere beiden Kontrahenten. K1 ist ein in den 1980er Jahren entstandenes Kampfsportregelwerk mit dem Ziel, Kämpfer aus verschiedenen Kampfkünsten sinnvoll gegeneinander antreten lassen zu können. Es wurde von Katsuyoshi Ishii in Japan erfunden. K1 kombiniert Techniken aus dem Boxen, Karate, Muay Thai, Taekwondo, Kickboxen, Sabate und vielen anderen Kampfsportarten. Nicht zu verwechseln ist das K1-Regelwerk mit der damit zusammengehörigen K1-Organisation. Das K leitet sich von den vielen Kampfsportarten ab, die als Anfangsbuchstaben ebenfalls ein K enthalten. Karate, Kung Fu, Kempo, Kickboxen, alles Teile der Kakutogi-Familie, was in etwa so viel wie Kampfsport bedeutet. Wir sind gespannt, meine Damen und Herren, auf unsere beiden jungen Kontrahenten, Johan Kempf und Emre Arslan. Ringfreie Runde 1. Thank you.
Applaus für beide Kämpfer, meine Damen und Herren. Seconds out. Sieger mit 3:0 Kampfrichterstimmen der Kämpfer in der blauen Ecke.